würde mal sagen, da sind wir wieder. Hallo. Ja. Zweite Fahrt kann man so sehen, oder die erste Fahrt. Ein Folgevideo von der ersten Fahrt mit der MT10 hier. Erste Tour war ja so ein bisschen zum Eingewöhnen, so ein bisschen über Annemöhne entlang Richtung Hirschberg. Hintenrum irgendwo zurück und so weiter. Und damit die Videos nicht zu lang werden, die Videos, wie gesagt, stimme ich mal so ein bisschen, manchmal haben wir mal zwei Videos raus. Jetzt nehme ich euch so ein bisschen mit hier durch Arnsberg hier Richtung, ja, ich muss gerade überlegen, Richtung Ochsenkopf. Ochsenkopf, also wie gesagt, ist eine schöne Motorradstrecke, richtig schön, aber macht man nur so in der Woche damit zu fahren, weil am Wochenende ist die gesperrt. Dann habe ich euch gerne so ein bisschen mit gleich hier, Ochsenkopf hoch, Ochsenkopf hinten runter, Arnsberg, zum Sorpesee, an der Sorpe entlang, zurück nach Hause und dann, ja, mit der Maschine unter die Brause, sauber machen und abledern, ab nach Hause, ein bisschen was essen, happy happy und ja, dann noch ein bisschen arbeiten. Mir bin ich nicht viel am Arbeiten, nur so ein bisschen, ne, dank Corona, hat alles Vor- und Nachteile. Aber egal, wir wollen nicht meckern. Das Wetter schlecht gewesen wäre, hätte zu Hause rumgehangen wahrscheinlich. So kann man schön fahren hier. Hat schön Spaß und ich freue mich einfach. Einfach endlich wieder mit der Maschine zu fahren jetzt hier. Bin jetzt richtig schon eingegroovt hier mit der Maschine. Wir verstehen uns wieder. Wir haben uns erlebt, wir beide. Mit leichten anfänglichen Schwierigkeiten, wo wir es kennen. Da lache ich an der Maschine, nach eher an mir, weil ich jetzt sehr viel BMW gefahren bin. Mich jetzt wieder umstellen muss hier, aber jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Jetzt passt das. So, da vorne an dem Kreisverkehr geht es dann gleich rechts hoch Richtung Ochsenkopf, geradeaus Richtung Hellefeld. Hellefeld fahre ich nicht, weil da sehr viel Holz abgetragen wird, weil da sehr schattig ist. Da wird das sehr nass sein. Ochsenkopf hier vorne rechts hoch wird auch noch ein bisschen nass sein, denke ich mal, aber nicht so extrem, weil alles noch nicht so zugewachsen ist. Ne? Weil dadurch, dass wir jetzt noch nicht so richtig Frühjahr haben, noch so ein bisschen die Blätter nicht an den Bäumen sind hier, kommt die Sonne da durch wahrscheinlich und es wird nicht allzu nass sein. Also von daher gehen wir das Risiko mal ein, mit der Maschine daher zu fahren hier. Wir gucken mal. Und hoffen, dass nicht viel Verkehr ist, weil das wäre ärgerlich oben in den Kurven ein bisschen. Naja, wir gucken mal. Wir gucken mal. So. So, irgendwo hier war ein Blitzer, irgendwo hier, glaube ich, hier vorne auf der linken Seite, glaube ich. Aber 40 hier auch mehr als 50 fahren, ne? Blödsinn. Also mache ich ja generell immer. Also in Deutschland fahre ich immer 50, manchmal auch 55. Auch wenn ich gerade unterwegs bin, fleißig hier. Jawohl, alles gut. Hier auch. Ja, wollen wir mal. Und dann ist hier vorne dann der Hammer hier 100. Auf geht's. Schauen hier. Das ist alles gewöhnt ein bisschen hier, ne? Wow.
Ja, Straßen sind ja gut aus, die Straßen hier. Die Straßen sind ja gut aus. So, eine hohe Chance jetzt hier vorne gleich hier. Da beruhen wir auch so ein bisschen mal ganz kurz hier. Hinten wieder runter. Ja, wieder gut hier. Kann man schon gut durch hier. Das war es auch schon hier unten mit der Ecke hier. Eine Kurve noch hier. Und da haben wir den Aufzug auch hinter uns. Schön. So. Na, guck mal. So, weiter geht's, würde ich sagen. Ja, ist so schön, wie wenig los ist. Also gestern war noch alles rappelvoll hier. Rappelvoll. Das kannst du so schön herfahren hier. Ja, die Soppe. Die Soppe, 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 Soppe. Schön, guck mal hier. Herrlich. Musik.
So, ja, dann sind wir gleich zu Hause hier. Ich danke euch auch für die zweite Runde, die ihr mit mir gefahren seid hier. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Spaß gehabt hier. Und ja, jetzt mal für mich zwei Tage Pause, morgen übermorgen fahre ich nicht. Donnerstag fahre ich dann wieder am Mittags. Ich hoffe, mit der Maschine, wenn das Wetter passt, wenn ich die BMW ein Ründchen fahren, gucken, wer noch von den Kollegen Zeit hat. Und dann schauen wir mal. Ja, danke fürs Begleiten mit meiner Yamaha hier. Ich werde noch leicht abspritzen, jetzt ein bisschen ein paar Fliegen, welche eingefangen haben, ein paar Fliegen und ein bisschen reinigen. Wenn es gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Wenn noch nicht abonniert, gerne abonnieren, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich freue mich über jedes Abo und nehmt ihr abonnieren ist eine Glocke, wenn ihr die anklickt, seid ihr immer auf dem laufenden Stand, kriegt immer Bescheid, wenn neue Videos kommen und so weiter. Ja, und ja, dann passt das. Ich sag mal, danke fürs Begleiten und bis zum nächsten Video. Ich sag mal, ciao, euer Makomak, Mekomek. Ciao. Oi, ai, 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 ai.